neues React. Neues NH-React. Oh Gott, ey, das ist... So viele NH-Reacts hatten wir noch gar nicht mehr. Nee, aber wir hatten eine Lücke drin, weil Byte mehr drin war. Und die hatten wir eigentlich als Short-Reaction aufgenommen. Ah, ja, stimmt. Und wollten die auf TikTok hochladen, aber dann konnte das aus Copyright-Rechten nicht hochgeladen werden und so. Vielleicht können wir es hier im Short-Dings hochladen. Das weiß ich nicht, das haben wir noch nicht ausprobiert. Ja, das kann man können wir mal ausprobieren. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir keine richtige Reaction dazu aufgenommen. Und jetzt haben die ein neues MV gedroppt. Und ja. Wir sind noch nicht ganz ready. Also, falls man es vielleicht gesehen hat, wir haben eben erst Warcry von Endteam gesehen und hoffen auf eine Übereinstimmung in irgendeiner Art und Weise, auf einen Zusammenschluss, auf einen. Vielleicht ist das ja auch gerade ein Video. Vielleicht ist es auch ein Video. Vielleicht sehen wir jetzt genau die Situation von der anderen Seite. Wer weiß. Bezweifle ich, aber you never know. You never know. Also es wird wahrscheinlich eh noch Jahre dauern, bis N-Team und NH ein gemeinsames MV rausbringen, wo die gegenseitig ihre Feindesrollen übernehmen oder so. Aber ja. Mal schauen, was Bielift hier wieder gemacht hat. Ich hoffe, wir haben keine Werbung. Natürlich, wir sind bei Hype. Ich will die nicht shoppen, glaube ich. Nicky hat endlich seinen Michael Jackson-Moment, Alter. Ja, ich hab hier ab. Scheiße! Hä? So slay, Alter. Der ist gut aus. Ja, das ist ultra verwirrend. Oh mein Gott. Hä? Warum ist denn Jay jetzt plötzlich so? Ja, genau. Im Hintergrund sind nur japanische Veröffentlichungen. Mhm. Das ist Drunk Days in Michael Jackson. Das ist Drunk Days in der Mischung mit Firework von Endteam. Ja. Und Michael Jackson. Ja. Ja, Michael Jackson. Was hat Niki da, Alter? Cool. Niki ist halt der Michael Reed. Ja. Da kommt der Moonwalk, dann weißt du Bescheid. Schwöre. Ja. Ich bin gespannt, was die da jetzt anhalten. Ich will diese Hitze. Venom. Oh, ich sag doch, es ist so viel, auf das man achten muss. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre bei Gott, wir hätten das jetzt in Zeitlupe gucken müssen, damit wir auf alles achten können. Und es war halt schon zweimal derselbe Shot. Ja, das Lied besteht aus der gleichen Szene zweimal und dann dem Chorus. Ja. Geil. Und Blitzen. Ja, und da sind wir jetzt halt wieder in dieser Storyline-Situation. Ja. Mal was komplett anderes. Ja. Also, wenn ich eine Sache nicht von NH erwartet hätte, dann das. An Michael Jackson. Obwohl wir halt den Michael Jackson Ult in dieser Gruppe haben. Also, man merkt, dass Niki aktuell sehr viel mit am Konzept und also am MV-Konzept und sehr viel an den Tänzen mitarbeitet. Das ist sehr heftig, Alter. Auch so die Stulpen an den Füßen mit den Loafers und ja, Junge, das ist einfach. Ist Michael Jackson. Junge, er hat es einfach gefühlt. Und dann auch jedes Mal so dieses. Ja, ist so geil, Alter. Ah.
Ich muss gerade wieder zurück zur Situation von diesen Self-Made-Videos bei Island, wo er die ganze Zeit diesen Michael Jackson gemacht hat. Oh mein Gott, ich hab's voll verdrängt. Das habe ich die ganze Zeit vor Augen gehabt. Als ich dieses Stutzen schon gesehen habe und er den ersten Move gemacht hat, dachte ich mir so, oh, Island, Niki, Alter, if you could see this. Oh mein Gott, wenn Island Niki wüsste, ich schreie. Ich war voll happy, als ich das so in Memory hatte und dann war ich verwirrt. Hat auf einmal alles, stand plötzlich alles. Es stand auf einmal alles, auf einmal haben sie so die Plätze gewechselt, die haben sich so selbst ausgetauscht. Das war irgendwie weird. Aber die haben bestimmt die Werwölfe verwirrt, weil sie die Zeit angehalten haben. Irgendwas kommt mir auch mit diesen Blitzen so kacke bekannt vor. Es geht voll auf den Sack. Ja, ich weiß nicht mehr. Es ist auf jeden Fall sehr sus. Also man merkt, auch wenn es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, man merkt schon, dass es Connections gibt. Man merkt, dass es in die Storyline gehört. Genau. Alleine, dass halt die Zeit stillsteht und die da am Rumwurscht und dann so. Just saying. Deswegen, also. Ich habe jetzt nicht auf die Schriftzeichen geachtet. Waren sie in Japan oder in China? Japan. Ja, ne? Ja. Wie gesagt, das sind japanische Schriftzeichen gewesen. Überall. So, they are with the wolves. Ja, ich bin ein bisschen too dumb to speak, actually. Ja, gerade jetzt so in Connection mit Warcry, also. Es sind halt zwei komplett verschiedene Konzepte. Vom NV komplett anders. Wie gesagt, das eine ist Michael Jackson, das andere ist Apex. Ja, genau, das wollte ich eigentlich auch sagen. Apex, Bot N Team. Musikalisch ganz different. Weil das eine ist Michael Jackson, das andere ist Apex. ja, und auch editingmäßig, obwohl das halt eigentlich, wenn man überlegt, aus derselben Feder kommt, es sind halt andere Leute, die das editen. Weißt du, was mir auffällt, dass beide fast gleich lang sind. Die sind beide recht kurz. Ja. NH ist es sogar noch kürzer. Ja. 10 Minuten. 10 Sekunden. Das ist halt schon sus. Das ist wirklich sus. Wenn ich überlege, normalerweise geht ein Main-MV, vor allem von den beiden Gruppen, locker 4-5 Minuten. Ja, gut, mit den Story-Cuts, ja. Und so, ja. Also ich bin bei beiden positiv begeistert. Ja, definitiv. Weil es so komplett, beide sind in die komplett andere Richtung gegangen. Ja. Und komplett andere Richtung von dem, was sie eigentlich machen. Ja. NH hat so TXT Back for More mäßig den Vibe und Intimus hat etwas. Weil davon abgesehen, dass ich davon die ganze Zeit nur Ohrwurm habe. Ich auch. Kam nämlich auch gerade wieder. Deswegen. Coming back for more. Ja, und N-Team ist halt Apex. Ja. Toll. Danke. Not the Apex Ulti. In my old group. Nee, ja, du musst das Intro machen, jetzt ja old group. It's my old group. Okay. Oh Mann, das haben die nie gesehen. Das haben die nie gesehen, aber ich kann es trotzdem reinschneiden. Weil es in dem Video ist, was wir auf jeden Fall nicht hochladen dürfen. Machen, also anfangen mit dem Intro, weil it's your old group. It's my old group. Okay, okay, das muss ins Intro. Nein, it's my old group. Okay. Okay. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ja. Ob ihr das erwartet habt, gerade mit Michael Jackson und Niki. Und wir sehen uns im nächsten Video. Yes. Tschüss. Ciao.